I've been watching you. A la 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 long, a la 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 long, long, li long, long, long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, long, li long, long, long. Yeah. Standing across. Guten Morgen an Tag 1 auf der wunderschönen Malediveninsel Kuki. Wir sind hier gerade an unserem Strand und es ist wirklich richtig herrlich. Ich habe noch so ein bisschen Angst, ins Wasser zu gehen, das liegt mir bestimmt. Benni hat eben gerade schon seinen ersten Hai gesichtet. Ja, wirklich ganz, ganz nah am Strand. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe eben schon zwei Stück gesehen. Aber die finde ich ja wirklich süß. Ja, ansonsten gefällt uns bisher ganz gut. Wir haben, also es ist sehr, sehr gut. Wir sind gestern angekommen, waren aber schon müde. Wir hatten zwar einen Nachtflug, aber konnten überhaupt nicht schlafen. Wir sind mit Condor direkt geflogen. Und, wir sind mit Condor direkt geflogen, aber die Condor-Maschinen sind sowas von eng. Ich weiß nicht, ob wir nochmal mit Condor fliegen werden. Mein Fuß hat gestern den ganzen Tag sowas von verdammt wehgetan. Ich habe mir eine Reisetruppe oder so. Aber auch heute ist schon wieder okay. Die Wand ist so eng, wir hatten so wenig Platz. Und als wir damals in Dunkel geflogen sind, sind wir mit Air Force geflogen. Und das war wirklich herrlich, ja. Also wir hatten so viel Platz, aber so eine enge Maschine wie jetzt die Condor, also mit so einer engen Windel ist noch nicht geflogen. Das war nix. Auf jeden Fall sind wir angekommen, waren gestern total platt, weil wir, wie gesagt, trotz Nacht überhaupt nicht geschlafen haben. Haben dann aber den Tag so noch durchgezogen, dass wir wenigstens zur Ortszeit hier, also wir sind hier bloß 4 Stunden, schlafen gegangen sind. Und ja, sind dann ganz früh heute Morgen aufgestanden, frühstücken gewesen und sitzen jetzt am Strand. Das hinter uns, was man da so durch die Büsche sieht, ist unser Bungalow und das hier ist unser eigener Strandabschnitt. Also klar, es können noch andere Leute hierher kommen, aber das ist so ein bisschen unseres. Und hier oben, sieht man das? Ja, da haben wir so 2 Sitze, da kann man sich dann auch noch mal hinsetzen und ansonsten ist es richtig, richtig schön. Wie gesagt, wir haben jetzt morgens, wir waren bis auf die Füße noch nicht im Wasser und ja, wir haben jetzt um 2:30 heute noch mal so eine Einführung mit unserer Reiseleitung. Das ist ja über TUI und das ist eine deutsche. Und dann kriegen wir noch mal ein paar Sachen gesagt, was man beachten muss. Da werden wir auch auf jeden Fall dran teilnehmen, weil wir halt auch viel schnorcheln wollen, eventuell tauchen. Und dann ist es schon richtig. Oh, ein Hai. Ich zeige ihn euch schnell. Ich weiß nicht, ob man ihn auf der Kamera sieht, aber das war ein Babyhai. Und der ist einfach da, wo meine Füße sind, direkt am Wasser. Das ist sehr krass. Aber ich glaube, vor so klein, habe noch nicht mal ich unbedingt Angst, aber das ist schon krass. Also wir waren ja wirklich bisher auf Fortventura, in der Dumbre, Mallorca und so. Aber es waren alles halt so Länder, wo man keine Haie gesehen hat. Und das war jetzt auch, als wir die Malediven gebucht haben, so ein bisschen unser Bauchschmerzenpunkt, die Haie. Aber es gab auf den Malediven noch keinen Haiunfall. Wir waren wirklich die Ersten. Und von da, aber ich bin wirklich, ihr merkt, noch ein bisschen ängstlich. Obwohl ich es eigentlich so schön finde, dass alles unter Wasser gibt. Und ich mag halt Seesterne. Ich finde es total schön, einen Korall zu schnorcheln. Und eigentlich freuen wir uns tierisch auf die Unterwasserwelt. Aber wie der Mensch oder Hai halt so ist, ist es eigentlich total unbegründet. Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber man hat halt einfach durch diese ganzen Medien Angst vor Haien. Ja, diese Angst wird, glaube ich, einfach nur geschürt. Aber als Andy eben seinen ersten Hai gesehen hat und er ins Wasser gegangen ist, ist er sofort abgehauen. Und ich glaube, das ist hier wirklich gang und gäbe. Die Menschen, die freuen sich hier eigentlich, wenn sie einen Hai sehen und sind dann sofort im Wasser. Und ja, vielleicht in 5 oder 6 Tagen, keine Ahnung wann, seht ihr mich auch hier vor der Kamera und ich schreie, yeah, ein Hai und dann ins Wasser. Naja gut, ich zeige euch jetzt vielleicht noch ein paar Aufnahmen von unseren ersten Sichtungen hier im Wasser und melde mich dann später nochmal. Bis dann. Across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. Das hier ist die Sonnenbank. Da kommen von links und rechts die Wellen und man kann total weit rauslaufen.
da vorne noch wie so eine einsame Insel und da kann man wohl drauf fliegen. Zumindest vermuten wir, dass das diese Insel ist, die man drauf essen kann. Und die Sonnenuntergänge sollen hier an dieser Stelle besonders schön sein, weil das irgendwie die Sonnenuntergangsseite ist. Und hier diese Sonnenbank, da vorne ist auch ein Tempel. Ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass man wo steht und von links und rechts die Wellen kommen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig faszinierend. Seite total laut. Also wir sind jetzt genau auf der anderen Seite von da, wo wir wohnen. Und da stehen zwar die schöneren Villen, aber es ist total laut durch diese ganzen Flugzeuge. Die fliegen irgendwie von morgens um 9 bis abends um 19 Uhr. Und Andy freut sich gerade, weil er Wellen hat. Supi! Da bin ich wieder. Wir wollen euch jetzt gleich so ein bisschen den Sonnenuntergang zeigen. Dauert zwar noch einen Moment, aber ja, jetzt so eine halbe Stunde geht die Sonne ungefähr unter und dann zeigen wir euch das, über was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ganz kurz. Wir waren jetzt eben kurz bei der Einführung, hat 4 Stunden gedauert, aber ich glaube, es war ganz wichtig. Weil als wir heute Morgen im Wasser waren, haben wir wirklich ein Rochen nach dem anderen gesehen und man soll da ja nicht drauf treten. Aber es war einfach alles voll. Jetzt haben wir nochmal ein paar Fragen gehabt. Und ja, es ist wirklich so, man soll da nicht drauf treten. Ich weiß gar nicht, wie das hier möglich sein soll, weil ich habe vorhin die meisten gar nicht gesehen im Wasser. Und ja, ich habe da so ein bisschen Schiss. Sie hat zwar gesagt gehabt, es passiert nicht, wenn man nicht ins Wasser reinrennt und so, aber vorhin hat man wirklich nur so die Augen gesehen und die haben sich so richtig in den Sand eingebuddelt und wir haben das eigentlich gar nicht so wirklich gesehen. Ich habe vorhin schon mal drauf gestanden und ja, deswegen werden wir jetzt später unsere Luftmatratzen und den Luftträger auflassen. Und dann erstmal so ein bisschen weiter raus, immer mit der Luftmatratze und dann ja, kann das ja nicht mehr passieren, dass man drauf steht. Und ich glaube, dann schlafe ich besser. Ja, ansonsten war das echt super interessant. Die hat uns jetzt so ein paar Stellen gezeigt, wo man abends dann ganz viele Haie sieht, auch größere, und hat uns gezeigt, wo man schnorcheln kann, um Schildkröten zu sehen. Das ist auch direkt bei uns am Hausriff und irgendwie neben hier, was hat sie gesagt, 64 gezählte Schildkröten, und das werden wir jetzt morgen auf jeden Fall mal machen. Und dann haben wir noch ganz viele Termine vereinbart für, was haben wir alles dabei, wir haben 15 Minuten Massage dabei, dann haben wir so eine Doni-Fahrt beim Sonnenuntergang, das haben wir schon gebucht, dann haben wir einen Schnupperkurs Golf gebucht, wir haben noch nie gegolft, aber das wollen wir unbedingt mal ausprobieren. Was hatten wir noch gebucht? Irgendwas, was noch Doni, Golf, Massage und, ach genau, hier auf der Insel wohnen ja auch Angestellte, insgesamt 800 Angestellte und 700 wohnen hier, und zum Beispiel wird hier auf der Insel aus Salzwasser Trinkwasser gemacht, und dann haben die hier noch, ich glaube, die Schildkrötenaufzucht hat sie gesagt, und was war es noch, also auf jeden Fall kann man halt dieses kleine Dorf hier das auch immer zu trinken. Das merkt man gar nicht. Also die haben so eine Filteranlage, die hat irgendwie 1 oder 2 Millionen gekostet und hat auch nicht jede Insel hier wirklich so eine Seltenheit. Das werden wir uns dann auch noch angucken. Insgesamt war es wirklich super interessant. Hat uns halt wirklich viel zum Schnorcheln und Tauchen und so erzählt, und das Handy mich erschreckt. Ja, auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt später den Sonnenuntergang. Bis in starts running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes.
da sieht man den wundervollen Sonnenuntergang. Und ja, den werden wir uns auf jeden Fall noch zu Ende anschauen. Und dann ziehen wir uns um und gehen noch was essen. Aber das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und das werden wir auf jeden Fall nicht das letzte Mal angeguckt haben. Und ja, also ist wirklich ein Traum. Und ist eigentlich auch gar nicht so weit weg. Also hier sind ja diese Wasserwellen und wir sind ja da in der Nähe, wo wir auch wohnen. Und wir haben jetzt vorhin mal gefragt, wann die Sonne aufgeht. Also wir gehen morgen auf, runter. Und ich denke, dass wir morgen früh hier an 7 Uhr stehen werden und den Sonnenaufgang angucken. Und nehme ich euch auch wieder sehr, sehr gerne mit. Ja, aber jetzt gucken wir die nochmal in Ruhe zu Ende an. Verabschiede ich mich aber für heute. Wir sind fertig. Wir gehen jetzt essen. Das ist mein Outfit für heute Abend. Also ganz sportlich, leger. Werde ich, glaube ich, die nächsten 14 Tage rumlaufen. Habe eigentlich so gut wie nichts Schickes dabei. Ich glaube, das braucht man noch nicht. Ich glaube, ich werde mich auch nur einmal schminken und das für die Hochzeitsbilder. Und ja, braucht man ja hier, glaube ich, nicht. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass der erste Vlog euch gefallen hat. Es werden noch viele, viele weitere Folgen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall schon ganz, ganz, ganz bald wieder. Bis dann!